Die RKI-Files belegen die unglaubliche Mauschelei der Bundesregierung bei der Corona-Pandemie und zeigen, dass es der Bundesregierung gar nicht um neue wissenschaftliche Erkenntnisse ging, wenn irgendwelche Maßnahmen erlassen werden sollten, sondern man politische Maßgaben den Wissenschaftlichen vorgezogen hat. Sarah Wagenknecht kritisiert genau diesen Umstand in ihrem Pressestatement. Was uns wichtig ist, ist die jetzt, man muss ja sagen, durch die erzwungene Veröffentlichung von Dokumenten, geschwärzten Dokumenten, begonnene Debatte über eine Corona-Aufarbeitung. Also die Zeitschrift Multipolar hat ja bekanntermaßen bestimmte Dokumente zur Veröffentlichung gebracht, in zwar unzulänglicher Form, aber immerhin, die machen doch einiges, stellen einiges nochmal sehr deutlich in Frage, was vorher dokumentiert wurde. Auch inzwischen ist relativ klar, dass viele von den damaligen Maßnahmen eigentlich überhaupt keine Rechtfertigung hatten, auch sehr viel Schaden angerichtet haben, was die langen Schulschließungen angeht, was auch Gewerbeschließungen, was den Druck auf Künstlerinnen und Künstler, auf das gesamte kulturelle Leben angeht, das ja völlig lahmgelegt wurde, was aber auch die ganze Frage betrifft der Impfung und des Impfdrucks auch auf Kinder und Jugendliche. Und das sind ja Fragen, die nach wie vor einer Aufarbeitung harren. Und das BSW wird diese Frage der Corona-Aufarbeitung auch jetzt bei den Wahlkämpfen, aber auch hier im Bundestag zu einer ganz zentralen Frage machen, weil wir fest überzeugt sind, diese Corona-Zeit hat einen Teil der Bevölkerung massiv beeinträchtigt in ihrem Leben, in ihrer Freiheit, auch teilweise, soweit es um Impfschäden geht, in ihrer Gesundheit. Es ist dringend notwendig, dass das aufgearbeitet wird. Und das wird auch eine ganz zentrale Forderung von uns auch im Europawahlkampf sein, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Frau von der Leyen mit ihren Pfizer-Deals offenbar durchkommen soll und demnächst also weiterhin als Kommissionspräsidentin amtiert, zumindest wenn es nach dem Wunsch der Union geht. Wenn wir aber auch sehen, was auf Landesebene vielfach geschehen ist, zum Beispiel in der Pflege, wo Menschen ihren Job verloren haben wegen der durch nichts zu rechtfertigen. Deswegen, wenn ihr bei den Europawahlen von der Leyen und ihre kriminellen Clanstrukturen aus der CDU da verhindern wollt, dann wählt nicht die Altparteien. Es ist egal, welche Altpartei, die werden im Zweifel von der Leyen unterstützen. Den einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die damals beschlossen wurde hier im Bundestag, unter anderem auch gegen das Votum vieler von uns. Und deswegen werden wir auch zum Beispiel auf Landesebene in den Landtagswahlkämpfen das zu einem Thema machen. Untersuchungsausschüsse auf Landesebene wären ein erster Schritt für eine Corona-Untersuchung auch auf Bundesebene. Aber am Ende geht es darum, dass es auch hier im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung gibt, wo dann die Verantwortlichen auch Rede und Antwort stehen müssen. Und ich sage schon sehr deutlich, ich finde es skandalös, dass jemand wie Herr Lauterbach, der nun wirklich wissentlich in der Corona-Zeit immer wieder die Unwahrheit gesagt hat, der ein wesentlich Verantwortlicher dafür ist, dass mit 2G große Teile ein Teil der Bevölkerung aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt wurde, dass es auch diesen massiven Impfdruck gab, dass der nach wie vor als Gesundheitsminister weiterarbeiten kann. Und ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie die FDP jetzt versucht, sich auf dieses Thema raufzusetzen und von ihrer eigenen Mitverantwortung abzulenken, weil die schlimmste Ausgrenzung gab es unter der Ampel, die gab es ja nicht in der Ära Angela Merkel, das heißt, die gab es unter einer Regierung mit FDP-Beteiligung. Also die Art und Weise, sich hier mit der Forderung einer Enquete-Kommission aus der Affäre zu ziehen, das werden wir nicht durchgehen lassen. Wir sind der Meinung, dass es einen Untersuchungsausschuss dazu bedarf. Man kann sagen, Corona ist vorbei, aber es kann immer wieder eine Situation geben, dass Erreger, neuartige Erreger in Umlauf kommen, auch andere Dinge können passieren. Und die Aufarbeitung dient auch dazu, zu klären, warum damals der übergriffige Staat nicht gestoppt wurde, nicht durch Gerichte und auch nicht durch das Parlament. Und es geht vor allem darum, Wiederholung zu vermeiden. Auch deswegen ist das Thema so wichtig und bleibt es auch nach wie vor aktuell, auch wenn das Virus als solches heute sicherlich nur noch die wenigsten interessiert. Völlig richtig. Wir brauchen endlich einen Untersuchungsausschuss sowohl in den Ländern als auch im Bund. Das wird nach der Wahl 2025 sehr relevant. Das ist auch etwas, wo man auf jeden Fall mit der AfD stimmen muss. Also die AfD, die fordert ja auch eine Corona-Aufarbeitung und wenn die einen Antrag stellt für einen Untersuchungsausschuss, dann muss das BSW da natürlich auch zustimmen. Also das ist dann selbstverständlich. Ich meine, das BSW hat ja vor kurzem einen internen Beschluss gefällt,
dass man in bestimmten Fragen auch zusammen mit der AfD stimmen wird. Und da ist ist der Corona-Untersuchungsausschuss, der auf jeden Fall kommen muss, wirklich ein sehr wichtiges Thema. Definitiv. Mir ist auch ein Thema, liegt mir am Herzen. Ich begrüße es sehr, dass die auch von uns aufgemachte Debatte über die Sinnhaftigkeit des Verbrennerverbots auf EU-Ebene, dass die doch recht breit aufgegriffen wurde, zum Teil mit viel Kritik, zum Teil aber auch mit viel Zustimmung. Das ist tatsächlich für uns auch ein wichtiges Wahlkampfthema. Wir halten die für 35 beschlossen, das Verbot für 35 von EU weiterhin zu Neuzulassungen von Verbrennerautos für wirklich eine der dümmsten Akte europäischer Politik. Und wir finden es auch sehr blamabel, dass die deutsche Regierung das nach wie vor im Kern mitträgt. Zwar mit gewissen Ausnahmen, aber im Kern ja schon unterstützt. Jeder weiß, dass der Siegeszug des Batterieautos aus China nicht primär klimapolitische Gründe hat, sondern dass China, und das wurde auch immer ganz offen gesagt, auf die Batterietechnologie gesetzt hat, weil es dafür in China gute Voraussetzungen gibt und weil man immer davon ausging, dass die Verbrennertechnologie mit einem Know-how-Vorsprung von fast 200 Jahren oder von 150 Jahren zumindest, dass sie da die europäischen Hersteller nie einholen können. Heute ist zumindest die Kerntechnologie, die Batteriezelltechnologie aus Europa weitgehend verschwunden. Selbst Bosch hat die Forschung eingestellt. Es ist eine südostasiatische Technologie. Europäische Anbieter sind kaum wettbewerbsfähig in dieser Technologie. Umgekehrt muss man sagen, weltweit wird weiter Verbrenner gefahren werden, auch wenn Europa das durchsetzt. Das heißt, wenn wir wirklich klimapolitisch etwas erreichen wollen, dann reicht es ja nicht, hier in Europa etwas zu tun. Dann sollten wir etwas weltweit erreichen. Das wird aber nicht mit Batterieautos zu erreichen sein, sondern dafür müsste man alles dafür tun, dass tatsächlich die deutsche Autoindustrie der Vorreiter einer neuen Klasse von Verbrennerautos wird, nämlich wesentlich verbrauchsärmeren. Das könnte ein echter Exportschlager sein, währenddessen das Verbrenneraus tatsächlich unsere Schlüsselindustrie und sehr, sehr viele Zuliefererbetriebe und Arbeitsplätze bedroht, ohne dass es klimapolitisch wirklichen Nutzen bringt. Letzter Punkt heute ist, darauf haben die Gewerkschaften hingewiesen, der 75. Jahrestag des Tarifvertragsgesetzes in Deutschland. Vor 75 Jahren wurde also das erste Mal darauf ein Tarifvertrag abgeschlossen und es wurde und wird seitdem, waren dann auch in den Jahren danach sehr, sehr viele Arbeitsverhältnisse tarifvertraglich geregelt zum Vorteil der Arbeitnehmer. Heutzutage sind es gerade noch 50% oder um die 50%, also ungefähr die Hälfte. Das hat dramatische Konsequenzen für die Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Also es gibt ja Zahlen der Gewerkschaften, dass im Schnitt 844 Euro mehr im Monat verdient wird, wenn man einen tarifvertraglich geschützten Arbeitsplatz hat. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, Tarifbindung wieder zu erhöhen. Und hier ist tatsächlich mal ein Punkt, wo es ja auch interessant ist. Man hat ja dem BSW sehr vorgeworfen, als wir gesagt haben, dumme europäische Richtlinien müssen nicht umgesetzt werden. Es gibt in dem Fall mal eine ausnahmsweise kluge europäische Richtlinie. Das ist die Mindestlohnrichtlinie, die im Grunde auch die einzelnen Länder auffordert, eine Tarifbindung von 80% anzustreben. Da sind wir also weit darunter. Soweit wäre da hier tatsächlich auch mal ein europäisches Recht, das es verdienen würde, umgesetzt zu werden und Nutzen stiften würde. Also das möchten wir bei der Debatte. Ja, genau. Dafür sollte die EU nämlich da sein. Sie sollte gemeinsame Sozialstandards vorschreiben. Sie sollte dafür sorgen, dass niemand in Europa in Armut leben muss. Sie sollte dafür sorgen, dass kein Land durch Lohndumping sich unfaire Vorteile ergaunern kann. Also dafür sollte die EU da sein. Die EU sollte, also solche sozialen Grundrechte, die sollte sie garantieren. Sie sollte aber nicht so viel Bürokratie schaffen, wie sie das gerade tut, und sie sollte nicht die Nationalstaaten in ihrer Wirtschaftspolitik so einschränken, wie sie das tut. Also hier gibt es durchaus positive Dinge an der EU, die man auch mal loben kann, aber diese Dinge, die sind viel zu schwach ausgeprägt, und die ganzen negativen Dinge, dass die EU den Nationalstaaten vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben, die sind leider viel zu stark aktuell. Auch nochmal anregen. Ich bin der Minister, der Minister, der uns gibt.
historisch knappen Lockerungen der Schuldenbremse in Bezug zu Sicherheitsausgaben. Meine Frage wäre, würden Sie eine Lockerung der Schuldenbremse... Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass die Frage so leise ist. Wirklich peinlich, dass in Deutschland ausschließlich dann darüber nachgedacht wird, die Schuldenbremse zu lockern, wenn es darum geht, noch mehr Geld für Rüstung auszugeben. Wir müssen uns ja mal ansehen, wie heute schon das Beschaffungswesen aufgestellt ist. Also Rüstungsverträge oder Rüstungsaufträge werden vergeben. In der Regel werden sie 3-mal, 4-mal, 5-mal so teuer. Es werden Dinge beschafft, die die Bundeswehr gar nicht braucht. Also zum Beispiel Funkgeräte, die dann gar nicht funktionieren in den gängigen Geländewagen und Panzern. Also man sollte lieber mal dieses völlig undurchsichtige Geflecht der Beschaffung sich genauer angucken. Da könnte Herr Pistorius sicherlich auch viel Steuergeld sinnvoll sparen, wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so beliebt bei Rheinmetall und Co. Möglicherweise würde er dann auch Ärger bekommen mit seiner Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, die ja auch sehr eng verflochten ist mit der Rüstungsindustrie. Also hier, glaube ich, wäre nun wirklich der schlechteste Punkt zu sagen, wir müssen Schulden machen, um die Rüstungsindustrie noch mehr zu bereichern. Währenddessen bei der Frage von Investitionen, auch insbesondere von Ausgaben für Bildung, auch wenn man sich wirklich die miserablen Ergebnisse der PISA-Tests deutscher Schulen anguckt, die Situation von Brücken, von Straßen in Deutschland, von Infrastruktur generell, auch Digitalisierung, Stromnetzen und vielem anderen mehr, wo es wirklich dringend, dringend Investitionen braucht, das wären wirklich Bereiche, die man tatsächlich nicht aus dem laufenden Haushalt finanzieren kann. Da wäre es sinnvoll, die Schulden Bremser entsprechend aufzuheben. Frau Peitzer, bitte bleiben wir mal vorbei mit dem Thema Geld ausgeben und wofür Geld ausgeben. Die Linke fordert jetzt 25 Milliarden für die Kindergrundsicherung, die ja von den Linden auf 2,4 Milliarden zusammengestrichen worden ist und um die es jetzt gerade in der Ampel schon wieder Streit gibt und die 25 Stellen und so weiter und so fort. Würden Sie sich da Ihren ehemaligen Kollegen im Bundestag anschließen? Ja, man müsste sich sehr genau angucken, was mit dem Geld passiert und ob es wirklich bei den Kindern ankommt. Also das ursprüngliche Konzept von Frau Paus mit 5.000 zusätzlichen Stellen, ich glaube, das ist wirklich niemandem vermittelbar. Also wenn man hier extra sozusagen neue Stellen schafft, obwohl man eigentlich behauptet, man will arme Kinder besser stellen. Natürlich haben wir ein Problem mit Kinderarmut in Deutschland. Sehr viele Kinder wachsen in Armut auf, besonders auch Kinder von Alleinerziehenden. Da wäre aber zum Beispiel die Frage, ob da nicht mehr Geld zum Beispiel in den Ausbau von Kita-Tagesstätten und Angeboten viel besser wäre, weil es ist ja so, dass Kinder auch oft deshalb arm sind, weil zum Beispiel Alleinerziehende nicht arbeiten können, weil sie keinen Kita-Platz finden. Das heißt, die hängen im Bürgergeld fest, hätten aber durchaus die Chance, also ich selber kenne genügend Menschen, mir schreiben auch immer wieder Frauen, die das betrifft, die sagen, ich hätte einen Job, ich könnte arbeiten, aber ich kann nicht, weil ich habe keine Ganztagsbetreuung. Das heißt, das Kind könnte aus der Armut raus, weil die Mutter arbeitet, aber sie kann nicht, weil sie nicht entsprechend ihr Kind betreuen lassen kann. Oder auch bei der Schule Ganztagsbetreuung. Das würde ja auch für den Bildungserfolg sinnvoll sein, wenn es nicht nur eine Betreuung, sondern wirklich auch eine Hausaufgabenhilfe ist. Das würde dann auch vor allen Dingen den Kindern helfen, wo die Eltern vielleicht bei den Hausaufgaben nicht so viel mittun können, einfach objektiv nicht. Also insoweit finde ich, das Problem Kinderarmut ist schon komplexer und man müsste sich genau angucken, wofür das Geld ausgegeben wird. Also mehr Geld für Kita-Ausbau, mehr Geld für Ganztagsschulen, mehr Geld auch für bessere Bildung unbedingt. Natürlich ist auch der Kindersatz im Bürgergeld sehr niedrig. Also das ist so, davon lebt ein Kind nicht, kann man ein Kind nicht ausreichend mit allem versorgen, was es braucht. Und das zum Beispiel Nachhilfeunterricht ist sehr, sehr bürokratisch, wenn man da Zuschüsse beantragt. Also da wären schon Erleichterungen und auch Verbesserungen dringend notwendig. Das müsste man nochmal genau durchrechnen, wie stark das, welche Summen das sind. Aber ich denke, dass Frau Paus natürlich schon auch selber mit verursacht hat, dass die FDP jetzt ein so leichtes Spiel bekommt, diese Kindergrundsicherung sturmreif zu schießen, weil das Konzept eben nicht sehr überzeugend war, was sie vorgelegt hat. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ich finde es schlimm, wenn in einem Land, das doch insgesamt so viel Wohlstand hat wie Deutschland, derart viele Kinder in Armut aufwachsen und am Ende ja auch oft arm bleiben, weil sie eben auch schon von vornherein weniger Chancen im Leben haben. Im Bürgergeld erhöht werden sollten, aber wir wollen eben vor allem die
quasi Kinderbetreuung ausbauen. Wir wollen vor allem auch mehr Geld in die Bildung stecken, weil das Schlimmste, was heutzutage Armut für Kinder bedeutet, sind nicht nur die Entbehrungen in der Kindheit, sondern es ist vor allem, dass sie keine Chancen haben, als Erwachsene oder als Jugendliche irgendwie eine Perspektive zu haben, aus dieser Armut herauszukommen. Deswegen würden wir hier andere Schwerpunkte setzen. Die haben wir noch nicht durchgerechnet, da bitte ich jetzt um Verständnis, weil wir auch gerade noch dabei sind, unsere Mitarbeiter zu finden und zu suchen. Also wir sind ja auch noch nicht so vollständig aufgestellt, was Referenten angeht. Wir arbeiten da dran. Auf jeden Fall ist es für uns auch ein sehr wichtiges Thema, dass man Kinderarmut überwindet. Und es ist eine Schande für Deutschland, dass es derart viel Kinderarmut gibt. Womit man Kinderarmut übrigens auch deutlich reduzieren wäre eine Erhöhung des Mindestlohnes. Also es gibt ja viele Kinder, die sind Kinder von Alleinerziehenden. Die Alleinerziehenden, die gehen dann arbeiten, häufig Teilzeit, und mit einem deutlich höheren Lohn wäre die Kinderarmut hier reduziert. Also das muss man einfach mal sehen. Also man muss gar nicht mal immer an den Sozialstaat denken, sondern man kann einfach die Löhne erhöhen. Das geht durch eine höhere Tarifbindung, wie Wagenknecht vorhin gesagt hat, aber natürlich auch durch einen höheren Mindestlohn. Und deswegen fordert das BSW auch einen Mindestlohn von 14 Euro. Weitere Fragen? Nein, dann danken wir Ihnen. Okay, keine weiteren Fragen. Ich weiß, das ist so ein bisschen blöd, dass die Journalistenfragen immer leiser sind. Das könnte das BSW noch ein bisschen besser machen. Aber sonst gutes Pressestatement, wirklich super. Haben, glaube ich, rund 90.000 Leute haben das bisher gesehen. Ihr habt es gehört, RKI-Files. Die hat Wagenknecht ja angesprochen. Sie möchte Corona aufarbeiten. Sie ist gegen Waffenlieferungen nach Israel. Und sie ist für höhere Löhne. Also das sind so die wichtigsten Bemerkungen aus diesem Pressestatement. Und am Anfang hat sie noch die Kriminalstatistik angesprochen. Das habt ihr ja auch gehört, wie gesagt. Hört euch ruhig das ganze Pressestatement hier nochmal ohne meine nervigen Kommentare an. Ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.